Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Stranded Alien Dawn Staffel 7. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier im Dschungel. Ich sehe gerade Melody, die baut hier gerade. Ist natürlich sinnvoller, wenn wir beim Bauen wieder ein paar Leute rausnehmen und da letzten Endes einfach nur Samantha bauen lassen. Samantha soll bauen. Und dann ist gut, weil sie ist ja nun mal am schnellsten und macht es am liebsten. Hatte ich ja nur am Anfang gemacht. Alle mal ein bisschen bauen lassen, damit wir dann nach Möglichkeit schön schnell alles fertig gebaut kriegen. Xenoflora-Fäule, eine Pflanze. Das ist sehr interessant, Leute. Wenn ihr das seht, sofort reagieren. Auf gar keinen Fall pennen, weil dieses Zeug hier, das verbreitet sich elendig schnell und macht alle eure Pflanzen kaputt. Und kann auch auf die Umgebung zugreifen. Ne? Also es kann durchaus sein, dass auch diese Pflanzen befallen sind. Reagiert sofort. Sofort reagieren. Ja. Und da gehört das Ganze zum Schneiden mit dazu. Sprich, wir werden auf jeden Fall mal hier jetzt gerade mal alle auf 1 setzen beim Schneiden. Weil wir ansonsten nämlich einfach nicht hinterherkommen. Das geht nämlich super, super schnell. Vielleicht haben wir Glück und es ist jetzt momentan, es ist ja nur eine. Vielleicht geht es jetzt nicht so schnell. Hoffen wir mal, wir werden Rita sofort mal hier hinschicken. Vielleicht macht sie das auch sofort. Ja, sie macht das sofort. Es ist nur eine Pflanze. Vielleicht können wir die Verbreitung verhindern. Ja, okay. Alles gut. Es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Wunderbar. Das hat schon mal hingehauen. Das ist wirklich risky. Das ist wirklich, wirklich risky. Das kann voll nach hinten losgehen, sag ich euch. So, dann setzen wir das hier mal wieder runter. Vivian auch gerne auf 3. Samantha, Rita. Samantha. Machen wir mal so. Das machen wir mal so. So, dann haben wir außerdem hier fröhlich den Flüssigtreibstoff in Auftrag. Das ist auch sehr sinnvoll. Wir hatten ja zuletzt erst einen Angriff. Da können wir dann eigentlich Rita noch einmal erkunden lassen. Wir schicken Rita einmal los. Wie geht's ihr denn so? Sie müsste sich einmal ein bisschen entspannen, ne? Spiel nochmal eben Dart. Wir haben aktuell nichts zu essen, ne? Tschüss, Rita. Vivian legt sich schlafen. Vivian, wie viel Schlaf brauchst du denn? Eigentlich gar nicht so viel. Eigentlich brauchst du gar nicht so viel Schlaf. Hier haben wir nicht genug Ressourcen für die Fleischsuppe. Warte mal, das müssen wir auch mal eben ändern. Das können wir ja super schnell ändern. Wurstpalm ernten. Entdeckung. Sündpflanze. Oh, das ist ganz schön gut. Das ist ganz schön gut. Denn synthetische Textilien spielen hier ein bisschen eine größere Rolle, weil man hier in diesem Biom im Dschungel kommt man nicht allzu schnell an Nanoröhrchen dran, weil die, wo sind sie denn? Die Insektennester sind nicht Nanoröhrchen basiert, sondern Silizium basiert. Heißt, so einfach kommt man an Nanoröhrchen. Hier ist ja auch so eine Riesenherde. Was zum Teufel? Eieieiei. Ob das so gewollt ist? Ich bin mir da nicht so sicher. Naja. Ist ja nicht so wild. Also doch, ist wild. Also wilde Tiere. Ja, gut. Interessant. Ja, auf jeden Fall kommen wir nicht so gut an Nanoröhrchen ran. Heißt hier, die Zündpflanze ist tatsächlich von Vorteil. Und die werden wir uns auch direkt mal hier hinten hinsetzen. Ja, so in der Größe würde ich sagen. Sehr schön. Sehr gut. Sofort dorthin gehen, auf jeden Fall. Expedition abgeschlossen. Datenkern. Schaltet den Durchbruch gedruckte Komponenten zur Erforschung frei. Oh, das ist ja wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. Ist zwar jetzt noch ein bisschen weit in der Zukunft, aber das ist wirklich, wirklich gut. So, Sprit wird auch hergestellt. Sehr schön. Wir könnten darüber nachdenken. Warte mal. Lagertruhe. Ja, nee, das passt schon.
Ja, das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir sollten uns allerdings demnächst mal ein Gebäude bauen, Häuschen bauen. Da müssen wir mal gucken, wo wir das am besten platzieren. Vielleicht hier so. Das bietet sich eigentlich hier ganz gut an. Also da müssen wir auch mal ran, demnächst. Müssen wir mal sehen, wann wir genug Holz zusammen haben. Wie gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich möchte eben den ganzen Urwald hier außenrum nicht komplett niederwalzen, sondern würde ganz gerne versuchen, das über unsere selbst geschlagenen Bäume, unsere selbst angebauten Bäume hinzubekommen. Wir haben übrigens mittlerweile die Trockenzeit. Wir sind nicht mehr in der Regenzeit, sondern wir sind mittlerweile in der Trockenzeit. Müssen wir auch mal sehen, ob wir das einigermaßen überstehen können. Aber, wie gesagt, auch in der Trockenzeit wachsen die Pflanzen. Es geht ihnen allen gut. Es kann nur extrem heiß werden. Aber im Großen und Ganzen hat es nicht allzu große Auswirkungen auf die Felder. So, Melody ist auch mit dabei. Melody geht einmal hier schnell ein bisschen plündern. Können wir eigentlich mittlerweile verwerten? Ja, sehr schön. Sehr gut. Nehmen wir auch mit. 377 Mal Holz haben wir. Das ist halt noch nicht so viel, ne? Wir könnten aber trotzdem langsam anfangen, mal das Gebäude zu bauen. Das machen wir auch mal eben. Hier ist auch schön flaches Gelände, das ist gut. Ich überlege auch, ob wir mal ausnahmsweise so mehrere Hütchen bauen, so kleine Hütchen. Dass wir ein Gebäude haben. Ja, das machen wir mal. Dass wir ein Gebäude haben für die Lagerung und für die Produktion und so. Und dass aber jeder Einzelne so ein kleines Hütchen hat. Das finde ich gut. Achso, wir können. So viel zu. Wir fangen jetzt an, hier ein Häuschen zu bauen. Dazu muss man ja erstmal lernen, wie man überhaupt ein Häuschen baut, ne? Baugrundlagen. Achso. Wir sind hier noch gar nicht durch. Haben zu viel zu tun. Was wird denn gerade erforscht? Achso, elektronische Geräte. Ja, ja, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Das macht Sinn. Das ist durchaus sinnvoll. Ja, also sie haben zwar sehr dafür gesorgt, dass so die ganze Nahrung wird sehr schnell schlecht, aber wir bekommen eben das ganze Jahr über auch wieder Nachschub. Insofern müssen wir uns da nicht so viel Gedanken drüber machen. Schöner wäre nur, wenn wir unsere gekochten Mahlzeiten kühlen könnten, ne? Wäre also auch ein gutes Projekt für die Zukunft. Werden wir also mit Sicherheit auch tun. Müssen wir mal sehen, wann wir dazu kommen. Gibt natürlich immer Prioritäten, die hier gesetzt werden müssen. So, und die Zufriedenheit lässt weiterhin zu wünschen übrig, ne? Gucken wir mal. Vivian, woran fehlt es dir an Entspannung? Obwohl Vivian ja hier immer... Die sitzt ja direkt hier, ne? Auch so eine Sache. Sie könnte sich ja jetzt entspannen. Sie darf ja gerade tun, was sie will. Da wundere ich mich dann doch, dass sie sich für die Arbeit entscheidet. So, Vivian geht erstmal was essen. Dann setzt sie sich fröhlich hin. Teechen. Vivian kocht wieder. Ja, Entspannung. Wir kommen nicht auf die Entspannung, ne? Die nächsten aggressiven Tiere, okay. Ja, das ist nicht so wild. Das ist nicht so wild. Ja, vor allem, wenn die hier ein paar angreifen, dann bringen sie sich ja schon wieder selbst um, die Viecher. Okay, so, Rita flitzt da hinten rum, Melody flitzt da rum, alles klar. Samantha hat einen Nervenzusammenbruch, Mist, haben wir es doch nicht verhindert. Das ist schlecht, das sind wirklich... Oh, und wir haben auch noch... Oh, oh. Okay, vielleicht kriegen wir das sogar ganz schnell in den Griff. Huh, das war ein fieses Timing jetzt. Während eines Eingriffs die Fäule, das ist richtig schlecht. Ich sag's euch. Das ist richtig, richtig schlecht. Wenn du dich nicht um beides kümmern kannst. So, okay, kommt mal jetzt alle hierher. Einberufung. Ihr seid nämlich alle ein bisschen weit weg. Ja, und das kommt recht häufig vor, diese Fäule. Die kann einem wirklich alles kaputt machen.
So, 38 Tiere greifen noch an, das ist kein Problem. Vor allem da ein paar explodierende Käfer auch dazwischen sind. Wo rennst du denn hin? Achso. Der wusste es selbst nicht so richtig. So, ich würde vorschlagen, ihr greift erstmal diesen Käfer an. In der Hoffnung, dass er explodiert. Er ist nicht explodiert. Irgendwie ist das auch Zufall, ob die explodieren oder nicht, ne? Habe ich den Eindruck. Okay, das war extrem einfach. Das war wirklich sehr, sehr einfach. Schön. Sehr gut. So, gekocht wird auch. Wunderbar. Wir können aber mittlerweile tatsächlich dauerhaft hier auf höchster Geschwindigkeit laufen lassen, wie es aussieht. Sieht nicht so aus, als würden wir da Probleme bekommen. Vivian Intelligenz 3. Auch sehr schön. Melody sammelt ein. Das ist gut. Das ist schon mal eine gute Vorbereitung auf die elektronischen Geräte. Nur Metall werden wir früher oder später wieder zu wenig haben. So, wir hatten gerade einen Angriff, also können wir Rita direkt nochmal zum Erkunden schicken. Und euch geht's allen so einigermaßen in Ordnung, ne? Nur Vivian bekommt irgendwie zu wenig Entspannung. Hat sie irgendwas Spezielles, was sie besonders... Ach, sie mag gerne Musik, okay. Ja, okay, das mit der Musik, das sollten wir ganz gut hinbekommen, früher oder später. Gucken wir mal, können wir das schon erforschen? Hier, Musikinstrumente. Tun wir der Vivian mal denen gefallen, ne? Natürlich immer ein Verlust, wenn jemand einen Nervenzusammenbruch hat, dann passiert eben nichts in der Zeit. So, Rita flitzt sofort los, fleißig, fleißig, sehr schön. Vivian kocht. Eine abstürzende Rettungskapsel. Nein, Vivian ist gerade weg. Oh Gott. Also Rita ist gerade weg. Das ist natürlich schlecht. Also Rita, mach hinne da. Wir brauchen dich. Wie lange haben wir denn dafür Zeit überhaupt? 2 Tage. Okay, innerhalb von 2 Tagen sollte sie zurückkommen. Oh, Heilpflanze, auch sehr gut. Antibiotika, wunderbar. Siehst du, das hatte ich auch wieder aus den Augen verloren. Ich wollte eigentlich, warte mal, die können wir weiter hinten pflanzen. Hätte ich sowieso bei der Sündpflanze, hätte ich das auch machen sollen. Antibiotika. Die werden wir mal hier hinsetzen. So in etwa. Wir wollten ja eigentlich, wir waren ja auf der Suche nach Korn, nach Getreidepflanzen. Erkundung abgeschlossen. Ja, von mir aus gehe ich erstmal sofort dahin, das ist ja kein Problem. Mystische Hain, unglaublich. Den kennen wir ja schon. Ich lese mir das alles gar nicht mehr durch, weil das haben wir uns schon 10-mal durchgelesen. Wer das erste Mal hier ist, guckt euch gerne die ersten Staffeln an. Die erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Staffel, sechste Staffel. Dort lese ich noch ein bisschen mehr, was da so passiert. Solange mir die nicht unbekannt vorkommen, die Expedition, werde ich das nicht großartig durchlesen, weil das, ne? Das lohnt sich nicht so richtig für mich. Wir haben es halt alles schon mal gesehen. Es sei denn, ihr sagt, yo, lies mal. Lies mal einfach alles vor, was da so kommt. Dann mache ich das auch sehr gerne. Nur ich denke mir halt, also mich interessiert es jetzt nicht mehr so sehr, weil ich es alles schon mal gelesen habe. So, Rita ist zurück. Rita geht es auch richtig gut. Das ist gut. Wir können sie aber direkt nochmal entspannen lassen. Warte mal. Und dann flitzt du sofort wieder los. Hat die im Ballon gepennt? Sieht fast so aus, ne? So, und jetzt Rita. Abgestürzte Rettungskapsel. Rita, auf geht's. Sehr, sehr geil. Das könnte jetzt unser 5. Survivor sein. Mann, da wäre ich jetzt aber. Das würde mich jetzt wirklich sehr freuen. Spiel du mal ein bisschen Dart.
Wunderbar, danach kannst du direkt noch was essen. Heptagonie. Rita ist einfach. Rita ist einfach so super, ey. So, was ist mit Vivien los? Die hat wieder keine Entspannung. Vivien entspannt sich einfach nicht. Macht die überhaupt irgendwas, was Entspannung angeht? Ich glaube nicht, ne? Vielleicht sollten wir Vivien hier einmal 2 Stunden Zeit geben, sich zu entspannen. Gucken wir mal, ob sie sich dann... Ach Mann, wieso sterben die Leute denn alle? Begrabe die arme Seele und plündere anschließend, was du kannst. Ach Mensch, hey. So, Vivien setzt sich jetzt hin und isst was. Jetzt geht sie direkt wieder schlafen. Erholung passt soweit, aber Entspannung passt irgendwie bei Vivien einfach nicht. Dann gucken wir mal. Um 5 Uhr müsste sie aufstehen und dann hoffen wir mal, dass sie sich ausnahmsweise mal entspannt. Die Vivi. Was ist da los mit dir? Entspann dich doch mal ein bisschen. Ja, aber den, mit weiteren Survivern haben wir bisher nicht so richtig Glück, ne? Aber es ist eben bei diesem Modus ist es eben nun mal das Problem, dass da eben häufig es sehr, sehr lange dauert, bis man den ersten weiteren Survivor bekommt. Ich finde es persönlich aber auch sehr gut. Das macht es irgendwie ein bisschen spannend, das ist nicht so vorhersehbar. So, Vivien kocht jetzt erstmal 4 Uhr. Ab 5 Uhr müsste sie sich eigentlich entspannen. Okay, sie entspannt sich hier, das ist gut. Coole Dekoration. Sie isst was? Forschung CPU-Kern. Ich habe gelesen, wie CPU-Kerne produziert werden. Ich glaube, dass es möglich ist, sie ohne Vorlage zu erforschen. CPU-Anfertigung mit reduzierter Forschungszeit freischalten, das ist auch gut. Woher sie das jetzt aber... Achso, während sie hier rum... Achso. So, Vivien trinkt jetzt ein Teechen. Okay, und jetzt... Aber trotzdem... Warte mal, braucht sie doppelt so häufig Entspannung? Steht eigentlich nicht hier. Hier steht nicht, dass sie mehr Entspannung braucht als andere, aber irgendwie geht ihre Entspannung halt kaum nach oben, ne? Mensch, Vivien, was ist da los? Spielen wir noch ein bisschen Dart. Also das hilft ordentlich. Sie hat sich nur dummerweise dazu entschieden. Hm. Na gut, sie bekommt ja demnächst dann ihre Heptagonie, neue Ressource, Energiezelle, ist auch okay. Heptagonie haben wir hier momentan leider nicht wirklich etwas, wo wir sie anbauen können, ne? Aber die, das ist sowieso nicht so wichtig. Da kriegen wir früher oder später auf jeden Fall was anderes. Das Mulchrohr. Das hilft uns da mehr. So, Melody ist auch Entspannung eher, geht so. Meteoritenschauer, das ist ganz gut. Mal gucken, wo er runterkommt. Ich hoffe mal direkt um die Ecke. So, hier werden wir nochmal 1, 2 hinsetzen. Zack. Aber auch nicht übertreiben. Das Metall können wir auch sehr gut für anderes gebrauchen. Nervenzusammenbruchsrisiko von Melody schon wieder. Ah, sie fällt gerade die großen Bäume hier. Das ist gut. Apropos große Bäume, diese hier, die kann man tatsächlich auch studieren und die geben 250 mal Holz. Die Frage ist nur, wie lange sie wachsen, ne? Aber die müssten wir uns tatsächlich, wobei die brauchen wir uns nicht aktiv studieren, das macht Rita nebenbei. Das macht Rita schon nebenbei, sage ich euch. Hier können wir dann auch einmal verwerten. Und hier können wir auch einmal verwerten. So, Melody, die schläft. Tja, vielleicht braucht Melody aktuell auch erstmal hier ein bisschen mehr Entspannung. Machen wir das mal so. Werden wir mal Melody auch ein bisschen mehr entspannen lassen. Und spätestens, wenn wir ein weiteres Gebäude haben, also wenn die ein bisschen besser schlafen können, dann würde es eigentlich auch kein Problem mehr geben. Hoffe ich. Vergnügen. Ach, guck mal hier.
Jetzt können wir natürlich hier einmal die Handpan hinsetzen. Und natürlich auch das Didgeridoo. Dann wird höchstwahrscheinlich Vivian jetzt auch ein bisschen zufriedener werden. Hoffe ich zumindest. Nur Melody. Melody ist halt uiuiuiui. Melody, gibt's auch was du gerne machst? Ein Arcade-Spiel und Kimchi. Kimchi haben wir halt dummerweise noch nicht. Spiel mal ein bisschen Dart, Melody. So, Vivian macht sofort Musik. Vivian. Ja, so muss das sein. Das sieht doch gut aus. So, jetzt haben wir für Vivian schon mal die richtige. Vivian dürfte jetzt kein Problem mehr sein. Dann können wir hier bei Vivian die Freizeit auch direkt wieder rausnehmen. Schön. Schön. Gut, also die Musikinstrumente, die scheinen tatsächlich so ein bisschen das Zünglein an der Waage gewesen zu sein. Dann nehmen wir das mal wieder raus. Jetzt scheinen wir ausreichend Vergnügungsmöglichkeiten hier zu haben. Entspannungsmöglichkeiten. Sehr gut. Sehr gut. So, was können wir noch Neues in Auftrag geben? Wir geben hier einmal in Auftrag die Pulsgewehre, ja, die wären schon schön, aber die können wir uns momentan eh noch nicht herstellen. Wir brauchen auf jeden Fall. Hierfür müssen wir die elektronischen Geräte uns finden oder herstellen. Das wäre ganz gut, wenn wir da mal welche finden würden. Weil herstellen wird ein bisschen schwierig ohne großartig Energie. Wir können natürlich diese Generatoren uns einmal erforschen und dann eben auch bauen. Aber hierfür brauchen wir eben auch die elektronischen Geräte. Die bauen wir uns allerdings hier an dem an der Lötbank und dafür brauchen wir Energie. Und Energie haben wir aktuell noch nicht. Wir könnten natürlich hier so eine Energiezelle bauen. Ach, guck mal. Hast du jetzt wirklich genau, als ich davon gesprochen habe, elektronische Geräte gefunden? Ich glaub's doch wohl nicht. Wie witzig ist das denn? Wir könnten natürlich aus Energiezellen, aus der einen Energiezelle, die wir haben, könnten wir natürlich einen Generator bauen, das ist klar. Ist nur irgendwie die Energiezelle würde ich ganz gerne dafür nicht nutzen, ehrlich gesagt. Wir nehmen uns mal hier noch ein bisschen Dünger mit. Aber noch ein bisschen was direkt um die Ecke vielleicht. Nee, schade. Die Tiere sind alle ein bisschen weiter weg. Ja, die Tiere sind leider alle ein bisschen weiter weg. Gibt es überall keinen Dünger. Keine Kacke hier. Wie viel Sprit haben wir denn noch? Ja, nur noch 25, ne? Das ist natürlich schlecht. Das ist natürlich schlecht für weitere Expeditionen. Wir sollten mindestens 30, müssen wir auf jeden Fall immer auf Lager haben. Neben dem, was schon im Heißluftballon ist. Weil, wenn eine Expedition kommt, wo ein Survivor dabei sein könnte, dann müssen wir auf jeden Fall diese Mission machen können. Und dafür brauchen wir eben immer Sprit. Na gut, das kriegen wir aber auf jeden Fall hin. Schön, es läuft. Es läuft, Leute. Ich danke euch fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.